Hallo Till, wo bist du? Ich habe Streuselkuchen mitgebracht und... Hallo Martina, ich bin im Badezimmer. Oh, was machst du da? Das siehst du doch. Ich hocke vor der Badewanne und rühre das Wasser mit dem Löffel um, linksdrehend. Mhm. Ich stelle Atromwasser her. Das ist feinstofflich und hilft gegen Blähung. Wegen der Quantenwellen. Das verkaufe ich in kleinen Flaschen für 35 Euro. Dann bin ich reich und kaufe mir einen Berg in der Schweiz. Aha, solider Plan. Aber Moment mal, ist das denn auch ein Silberlöffel? Nein, der ist von Ikea. Wieso? Was? Weißt du das denn nicht? Wenn du keinen Silberlöffel verwendest, dann kehrt das die Wirkung um. Dein Wasser hilft also nicht gegen Blähungen, sondern... Sondern erzeugt sie? Okay, okay, dummer Fehler. Dann eben nicht. Nein! Wie? Was denn? Till, du hast das Wasser ablaufen lassen. Ja, und? Till, das Atromwasser vermischt sich jetzt mit all dem anderen Wasser. Zuerst im Kanal, dann überall auf dem Planeten. Ja, und? Homöopathie, Till. Du hast das Homöopathie-Prinzip vergessen. Das Verdünnen des Wirkstoffs. Oh, fuck. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist der 17. März 2019 und wir begrüßen euch zur 31. Folge von Man glaubt es nicht, unserem Podcast und eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir bitten euch, wie immer, eure Kommentare zu dieser Sendung auf manglaubtesnicht.wordpress.com zu hinterlassen und würden uns freuen, wenn ihr mit uns diskutiert. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo Oliver, hallo Martina. Hallo. Hey Till. In dieser Folge haben wir folgende Themen für euch vorbereitet. Oliver wird mit dem Bodycount des Friedens beginnen. Martina hat sich mit Sabotage beschäftigt. Sabotage des Gesundheitsministeriums zum Thema Sterbehilfe. Ich erzähle euch, warum Atheisten doof sind. Oliver hat zum Kindesmissbrauch weiter recherchiert. In unserem Definitionsstündchen widmen wir uns heute dem Wort Wissenschaft und am Ende kommentieren wir eure Kommentare. Und damit steigen wir auch schon ein in diese Sendung mit Olivers Bodycount des Friedens. Danke, Till. Seit der letzten Folge gibt es zu vermelden 6 Tote in Altaja im Irak. Das war am oder um den 2.3. 21 Tote und 9 Verletzte in Jalalabad in Afghanistan am 6.3. 17 Tote in Ungwanbarde in Nigeria am 10.3. 52 Tote und Dutzende Verletzten im Maru-Distrikt in Nigeria am 11.3. Dann gab es am 14.3. einen Bericht über einen Fall von 2017. Da gibt es einen Toten aus Hamburg zu vermelden, der meinte, er könnte sich nachhaltig von Licht ernähren. Also haben wir seit der letzten Folge, das war vor 2 Wochen ungefähr, ne, das war gar nicht so lange her, insgesamt mehr als 97 Tote und sehr viel mehr als 33 Verletzte durch religiös motivierte Gewalt. Wie ist das eigentlich mit dem Anschlag in Christchurch? Ist das auch religiös motivierte Gewalt? Oder ist das... Das waren Nazis. Das sind Rassisten. Eindeutig Nazis. Aber der hatte auch so gesagt, da hat er in seinen Dingern geschrieben, Gott segne euch, falls ich das nicht überlebe. Und dann hat er so Namen von so christlichen Kreuzzüglern auf seine Waffen geschrieben? Ja, es waren zweifellos christliche Nazis, aber ich würde in erster Linie sagen, es waren Nazis. Ja, ne? Würde ich auch waren sagen. Es zwar auch aus religiösem Hass motiviert, aber hauptsächlich war das völkischer Scheiß. Mhm. Die haben da ja auch auf ihre Waffen da allerlei Nazisymbole, Neonazisymbole geschrieben, damit man sie schön im Fernsehen sieht. Ja. Es ist immer ein bisschen schwierig, da die Grenzen zu ziehen, was wir denn jetzt als religiös motiviert mitzählen und was nicht. Also nicht, dass es irgendeine Bedeutung hat über unseren Podcast hinaus, aber ich denke, wenn wir so antireligiös motivierten Hass wie von Nazis oder was, der sich spezifisch gegen Volks- oder religiöse Gruppen richtet, da machen wir da eigentlich ein Fass auf, dass wir kaum wieder zukriegen. Da müsste man ja zum Beispiel auch sämtliche Brandanschläge gegen Moscheen in Deutschland und was, von denen es ja auch zahlreiche gibt, mitrechnen. Und alles, wo aus politischen Gründen jemand anderem Gewalt tut, auch. Also irgendwann haben wir dann
alles eingemeindet. Und das wollen wir ja ganz bewusst nicht machen, denke ich. Ja, stimmt. Das ist schon ein Unterschied, ob die Gewalt religiös motiviert ist oder antireligiös motiviert. Genau. Wenn jetzt jemand Juden hasst und deshalb über Juden herfällt, der ist aber politisch motiviert, weil die Juden so viel Einfluss haben und was auch immer der übliche Scheiß ist. Es ist stimmt. Dann bewegen wir uns so langsam ins Territorium der Christenverfolgung. Und das haben ja schon andere für sich entdeckt. Also wenn jemand aus religiös motivierten Gründen Christen Gewalt antut, dann zählen wir das natürlich mit. Ja, genau. Das sind zum Beispiel die 52 Tote und Verletzte aus Nigeria. Das waren hauptsächlich Christen. Oder das waren Christen, die, weil sie Christen waren, angegriffen wurden von muslimischen Tätern in diesem Fall. Aber das ist halt noch was anderes. Ja, mhm. Genau. Ich glaube auch, ich finde das super begründet. Also das kann man schon auch gut so abgrenzen. Also nicht von Opferseite her, sondern von der Täterseite. Genau. Ne? Das Gesundheitsministerium sabotiert Sterbehilfe, Martina. Stimmt das? Habe ich das richtig gesagt? Ja, das hast du richtig gesagt, Till. Und zwar ist unser Saboteur der Jens Spahn von der CDU. Ah. Es gibt nämlich ein Gerichtsurteil aus dem Jahr 2017, das den Staat dazu verpflichtet, tödlich wirkende Medikamente an Schwerstkranke abzugeben, wenn vorher eine entsprechende Prüfung erfolgt ist, dass die denen wirklich zustehen. Also dass man, ich weiß jetzt nicht genau die Kriterien, aber dass man wahrscheinlich wirklich tödlich erkrankt ist, entsprechende Schmerzen hat und so weiter. Ein erster Schritt in die richtige Richtung. Genau, ein erster Schritt in die richtige Richtung, kommt aber eben aus Richtung der Gerichte. Es gab damals auch entsprechende Kritik. Also ist jetzt ja ziemlich genau 2 Jahre her. Am 2. März 2017 hat das Bundesverwaltungsgericht das so entschieden. Und wer hat dann direkt danach gewarnt vor den Folgen? Der Ethikrat, die Bundesärztekammer und der damalige Gesundheitsminister Hermann Gröhe eben auch, dass sie das eben nicht in Ordnung finden und der Staat sich somit schuldig daran macht, Leute umzubringen, sage ich jetzt mal etwas flapsig. Also hier der Ethikrat sagt, dieses Gerichtsurteil zwinge das Bundesinstitut dazu, Suizidwünsche anhand bestimmter Kriterien zu überprüfen und gegebenenfalls sogar ihre Ausführung zu unterstützen. So, ja, genau. Das soll passieren. Das ist Sinn und Zweck dieser Sache, damit todkranke Menschen, die unter Schmerzen leiden oder Depressionen oder was auch immer, die unsäglich leiden, die Möglichkeit haben, selbstbestimmt in Würde zu sterben. Genau darum geht es hier und das wird entsprechend kritisiert. Also, man sieht... Nicht so, als müsste man nicht lange drüber nachdenken, dass das eine gute Idee ist. Ja, das ist halt die Frage, ne? Wie motiviert das hier ist. Und bei dem Jens Spahn, der da jetzt persönlich eingegriffen hat in der Umsetzung dieses Gerichtsurteils, liegt es nahe, dass da möglicherweise auch religiös motiviertes Gedankengut am Werk ist. Jedenfalls geht es jetzt um die Umsetzung dieses Gerichtsurteils. Es gibt entsprechende Anträge von Menschen, die bitte dieses Medikament haben möchten. Und bisher ist noch keinem einzigen dieser Anträge ein positiver Bescheid zugeteilt worden. Das heißt, bisher sind alle abgelehnt worden. Die Behörde teilte mit dem Tagesspiegel, hier in dem Fall, 93 von insgesamt 123 vorliegenden Anträgen sind abgelehnt worden. Das sind alle. So, nach Recherchen des Tagesspiegels geht das darauf zurück, dass der Jens Spahn höchstpersönlich eine Sperre hier verfügt hat. Kurioserweise über ein Post-it, das er in die Akten geklebt hat. Oh. Dass man hier auf keinen Fall entsprechend einen positiven Bescheid geben darf. Ja, weil es dann zu einem Präzedenzfall kommt. Ja, das heißt, wenn man einmal jetzt hier als Staat tätig wird, dann hat man den Präzedenzfall geschaffen und muss das entsprechend öfter machen. Das heißt, die Leute, die jetzt hier diese Anträge zum Teil oder diese Anträge gestellt haben, sind teilweise jetzt elendig schon gestorben in der Zwischenzeit, weil das Gesundheitsministerium mauert. Ja, aber das ist ja krass, der Jens Spahn, dem gefällt das persönlich nicht, dann greift er ein und macht sich damit selber zum Richter über Leben und Tod und nimmt den Leuten die gesetzlich garantierte Freiheit, selbst zu entscheiden, einfach ab. Ja. Weil er das besser weiß als... Und die gibt's ja nicht gesetzlich. Das ist ja eben so. Sondern das ist ja nur ein Urteil. Ja. Genau. Das wird jetzt versucht zu verzögern, wie es geht. Das ist ja Wahnsinn. Also die Politik... Das ist ja an Arroganz kaum noch zu überbieten und an Grausamkeit.
Da steht ja auch, hier, du hast ja gerade gesagt, 93 von 123 sind schon abgelehnt, 30 sind dann offensichtlich noch in der Warteschleife und warten und warten und warten und warten und warten auf eine Entscheidung. Einen positiven Bescheid hat es in keinem einzigen Fall gegeben und 22 Antragsteller sind während der Wartezeit verstorben. Glück gehabt, liebe bereits verstorbene Antragsteller. Naja, aber das Leid, das dahin geführt hat, war wahrscheinlich ziemlich groß, ne? Ja, aber wir sind jetzt hier, also das ist jetzt nur auf der B-Note, aber wir sind jetzt hier in der ungewöhnlichen Situation, dass die Leute, die schon gestorben sind, eigentlich Glück gehabt haben. Ja, okay. Sonst hätten sie noch länger gelitten, das stimmt. So, Jens Spahn, du Arsch! Ja, wirklich, wie bist du, dass du dich da über ein Gerichtsurteil hinwegsetzt und den Leuten so ein Leid antust und dich auch noch. Wenn er jetzt mit seinem Glauben argumentiert, dann macht er sich doch selber schuldig, weil er ist doch jetzt, stellt er sich doch, dann ist er jetzt der Richter über Leben und Tod. Oder ja, was? So argumentiert er das natürlich nicht, ne? Aber das liegt schon nahe. Und hier, es ist ja nicht nur er persönlich hat das jetzt halt diese Anweisung verantwortet, was ja schlimm genug ist. Aber es gibt halt zu diesem Gerichtsurteil, gibt es auch noch ein Rechtsgutachten, dass jemand anderes hier, Udo Di Fabio, in Auftrag gegeben hat, bei dem schon klar war, was nachher dabei rauskommt. Also, dass es halt natürlich sagen wird, dass das nicht haltbar ist. Also, die arbeiten halt entsprechend dagegen, ne, mit allen Mitteln und haben dieses Gutachten dann auch an die Medien geschickt, die entsprechend, wo sie wissen, die auch kritisch dem Ganzen gegenüberstehen. Also, das wird halt dagegen agitiert von politischer Seite aus. Unfassbar. Mhm. Ja, ohne Not wird täglich tausendfach Leid erzeugt. Ne? Also das hier ist ja wieder nur die Spitze des Eisbergs, diese 123 Fälle. Klar, das ohne steht Not ja stellvertretend für tausendfach Leid erzeugt. Ein riesiges Problem. Ich muss sagen, ich habe ja auch Verständnis dafür, dass das alles schwierig ist. Aber indem man das so wegwischt und die Leute einfach alleine lässt, aus Gründen, die mir jetzt nicht nachvollziehbar sind, macht man es halt nicht besser. Ne? Man muss halt da mal diskutieren. Klar ist das schwierig. Ja. Ne? Also es ist für die Ärzte schwierig. Dann wird ja hier auch immer direkt mit dem Schlimmsten argumentiert. Ne? Dass dann alle möglichen Leute sich da irgendwas bestellen und umbringen oder die Ärzte dann aus irgendwelchen Gründen das ziemlich schnell verabreichen. Weil das ist ja nicht so. Nee, man muss halt darüber sprechen und das diskutieren und da eine Lösung finden. Und das sieht ja hier nach totalem Mauern, wegwischen darf nicht sein, aus. Vor allem sieht es so aus, als hätte man schon mal Leute damit beauftragt, sich damit zu beschäftigen und darüber zu reden. Und das Gericht hat ja auch ein Urteil gefällt. Das ist ja, so im Urteil geht ja so eine Phase voraus, wo die das alles evaluieren und sich darüber Gedanken machen. Das heißt, so ein Urteil zu ignorieren, heißt, diesen Prozess auch zu ignorieren, der schon zu diesem Urteil geführt hat. Da waren ja intelligente Leute schon dran. Klar, aber ich finde das, also ich bin jetzt ja auch kein Jurist, auch kein Politiker, aber ich kann schon verstehen, dass da Interessen aufeinander prallen. Ne? Also das Gericht argumentiert hier, ich bin jetzt kein Jurist, ich sage nur, was hier in dem Artikel steht. Das Gericht sagt halt, es ist ein Persönlichkeitsrecht. So, ne? Also das kann ich total gut nachvollziehen, ne? Dass man halt selbstbestimmt da sich gerne Leid ersparen möchte oder selbstbestimmt sterben möchte in Würde und so weiter. Und dem stehen aber bestimmt andere, auch rechtliche Probleme entgegen oder auch ethische Probleme oder ja, ne? So, ja, da klar. Muss man halt drüber sprechen. Das ist jetzt schon, weiß ich nicht, ob da die Diskussion schon zu Ende sein muss. Aber wenn man eben das so wegwischt oder boykottiert, das ist ja schon so, das ist ja kein Diskurs. Das ist Sabotage. Sabotage, ja. Der Titel des Segments war schon. Ja, ist absolut richtig. Vor allem ist der Jens Spahn offensichtlich weder ein Fachmann noch irgendwie demokratisch legitimiert. Also als Einzelperson da so ein Veto einzulegen. Genau, das ist der Punkt. Das geht gar nicht, das ist kein Entscheidungsprozess, der in der Demokratie genau, ist. Genau. Und immer wieder zeigt sich, dass eine breite Mehrheit der Leute in Deutschland bei Umfragen und so weiter und so fort, natürlich meint, dass ihr Leben ihnen selbst gehört und ihr klar. Auch ihr Tod und nicht irgendwelchen Pfaffen. Mhm. Deshalb versuchen sie das irgendwie unter den Tisch zu kehren und eben keine öffentliche Diskussion zu machen. Weil sie wissen, hier, das sind ja alles katholische Politiker, ne? Und der Ethikrat ist ja auch kein Ethikrat. Also, wenn man sich die Zusammensetzung anguckt. Die wissen, dass sie die öffentliche Diskussion verlieren. Deshalb, anstatt die öffentliche Diskussion zu führen, schreiben sie lieber Post-its. Ja. Ja. Das ist so ähnlich wie Politik bei Twitter, ne? Von unserem Donald. Das ist ja wirklich eins der Themen, wo das wirklich so stark auseinanderfällt, ne? Was die Bevölkerung denkt und was die Politik dazu denkt und auch dazu entscheidet, ne? Das ist ein großer Skandal, ne? Und auch jeden Tag zeigt sich das, wenn Leute sterben oder krank sind. Man steht davor und es ist so,
eigentlich müsste jedem klar sein, was zu tun ist, aber die Diskussion schafft es nicht, da irgendwie einen Rahmen zu schaffen. Das kann doch nicht sein. Ich glaube das nicht, dass man das nicht schaffen kann. Nee, man kann das schaffen. Nur wenn das boykottiert wird. Klar, dann geht's nicht. Also, Herr Spahn. So geht's nicht, Herr Spahn. So geht's nicht. Ich habe es schon angekündigt, Atheisten nerven. Wir hatten das auch schon mal rausgefunden, aber wir finden es immer wieder raus. Jetzt haben wir die neueste Bestätigung gefunden von einem Theologen namens, oder sagen wir mal Dogmatikprofessor. Und der heißt, ich hätte den Namen doch lieber lernen sollen vorher, Józef Niewiadomski. Und der Józef Niewiadomski wird von der Webseite cutpress.at zitiert. Nein, das ist kein Witz, das ist kein Namenswitz, der Typ heißt so. Józef? Ja. Ja, ist gut, Till. Machen wir weiter. Ich kann das nur so wiedergeben, wie ich das hier nach bestem Gewissen recherchiert habe. Cutpress.at schreibt, öffentliche Wortmeldungen von Atheisten und Naturwissenschaftlern zu Fragen von Religion, Kirche oder Theologie können zu einem wahren Ärgernis werden, wenn sie unter Niveau bleiben. Das stellt der Innsbrucker Theologe Professor Józef Niewiadomski fest. Und zwar sagt er, als Wissenschaftler und Theologe kann ich nur noch beten, dass auch die Atheisten lernen, rational und niveauvoll zu argumentieren. Oh. Dafür zu beten ist auf jeden Fall extrem rational. Ja, das hilft total. Ja, und dafür zu beten. Bitte du mal weiter. Ja. Ich glaube, der Anlass dafür, dass er das gesagt hat, ist, dass in derselben Zeitung vorher ein Interview mit René Schröder veröffentlicht wurde. Und die ist Biochemikerin und bekennende Atheistin. Die hat zum Weltfrauentag in der Zeitung ein Interview gegeben und hat nebenbei gesagt, dass sie glaube, dass Gott eine Erfindung der Männer sei. Und ich zitiere, mich wundert es, dass Frauen überhaupt in die Kirche gehen. Ganz cool. Naturwissenschaft. Den Katholiken unterstellte sie in dem Interview unter anderem, sie glauben ohnehin nicht an Gott und würden nicht ernst nehmen, beziehungsweise gar nicht wissen, was in der Bibel steht. Also da muss ich sagen, das finde ich durchaus nachvollziehbar, was die Dame da sagt. Ja, Niewiadomski ärgert das natürlich sehr. Und er regt sich da über zwei Seiten darüber auf, dass das ja unfassbar ist. Sowas kann man auch nicht sagen. Und das ist halt natürlich auch sehr flapsig formuliert, ne, von der Dame. Ja, das stimmt. Aber ja, vor allen Dingen sagt sie ja auch, dass sie das als Achtjährige schon begriffen habe. Ne? Also, da kann man auch ein bisschen eine Beleidigung auch raushören, ne, würde ich sagen, wenn man das möchte. Wenn man das ja, macht. Ja, ja. Aber der Niewiadomski hat sich das auf jeden Fall mal angezogen, diesen Schuh. Ja, das ist merkwürdig, ne? Dass er sich davon betroffen fühlt. Nicht es einfach so wegschütteln. Ja, wenn er an Gott glaubt, muss er ja nicht sich darüber aufregen, dass jemand anders behauptet, das ist gar nicht so, ne? Ja, aber ist ja typisch Atheist halt, ne? Immer dieses niveaulose Geplänkel. Und der Niewiadomski stellt sowieso eine ganze Tendenz im öffentlichen Diskurs fest. Und zwar die Tendenz, Fragen von Religion und Glaube auf einem geradezu kindlichen Niveau abzuhandeln und gläubige Menschen damit zugleich zu infantilisieren. Jupp, das sind wir. Yo, Bro. Yes. Der Papi im Himmel, ne? Was haben die? Genau. Und Niewiadomski findet das scheiße, dass ausgewiesene Wissenschaftler die Grenze ihres Faches radikal überschreiten und mit ihren Stellungnahmen den Eindruck erwecken, als würden sie wissenschaftlich begründete Ansichten zum Besten geben. Die Theologie beachtet diese Grenzen der eigenen Disziplin schon lange, so Niewiadomski. Genau, zum Beispiel. Unter Naturwissenschaftlern sei es aber offenbar eine mit dem neuen Atheismus einhergehende Selbstverständlichkeit geworden, in Sachen Religion und theologischer Erkenntnis in der Öffentlichkeit zu dilettieren. Ach, das ist doch ja, deshalb hat die Theologie auch überhaupt keine Meinung zur Sterbehilfe zum Beispiel. Oder Kreationismus. Aber das ist geil, ne? Als ob so ein erfundenes Wesen im Himmel irgendwie, da dürfen nur Fachleute drüber reden, ne? Sagt er ja praktisch. Nur die in einem katholischen Lehrstuhl sind, dürfen dann irgendeine Meinung zu diesem erfundenen Geist haben. Ich sag mal so, es bleibt mir auch nichts anderes übrig, als so zu argumentieren. Das ist aber total geil. Tone-Trolling. Oliver hat die neuesten Updates zum Thema Kindesmissbrauch durch die Kirche zusammengestellt, derer es leider wieder mal nicht wenige sind. Ja, da hat sich einiges getan, ne, Oliver? Da hat sich echt einiges getan. Und ich glaube, das Segment bleibt uns auch eine Weile erhalten. Wir brauchen also einen guten Titel und ein Soundlogo dafür. Als Titel schlage ich vor, Gott liebt euch und wir auch. Oh ja. Hast du auch ein Soundlogo? Yes. Perfekt.
Also fangen wir mal damit an, mit einem kurzen Überblick der seit der letzten Folge vor gut 2 Wochen bekannt gewordenen Fälle. Da gibt es erstens, geht es um den Missbrauch in Frankreich. Also der Tagesspiegel schreibt, dass der Erzbischof von Lyon, Philippe Barbarin, zu 6 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden ist, weil er Missbrauchsvorwürfe vertuscht hat. Das finde ich gut. Die Vorsitzende Richterin erklärt, die Schuld des 68-jährigen Erzbischofs beziehe sich auf sein Schweigen in einem jüngeren Fall aus dem Jahr 2014. Also es gibt auch schon offensichtlich noch sehr viele ältere Fälle, aber die sind offensichtlich schon verjährt nach französischem Recht. Also da dem zugrunde lag ein Fall aus den 80er Jahren, wo also Dutzende von Kindern missbraucht worden sind. Barbarin und 5 weiteren Geistlichen in Frankreich wird vorgeworfen, die Vorwürfe fallen gelassen und nicht weiter verfolgt zu haben. Die Zeit schreibt dazu, dass die Anwälte der Verteidigung von einem Schauprozess sprachen. Und was sie damit offensichtlich gemeint haben, ist, dass also im Rahmen des Verfahrens auch Missbrauchsopfer ausgesagt haben. Und was verstehe ich nicht? Schauprozess heißt, das ist ungerechtfertigt oder was? Ja, ein Schauprozess ist ja, wenn du es nicht machst, um Gerechtigkeit herzustellen oder eine geeignete Bestrafung zu finden oder sowas, sondern um irgendwas in die Öffentlichkeit zu zerren. Und die sagen halt, dadurch, dass hier jetzt die Missbrauchsopfer, was offensichtlich ungewöhnlich ist, zu Wort gekommen sind, hätte das ein überdimensionales Medienecho gefunden. Wie krass. Also ist eigentlich nicht so schlimm. Ja. Der arme Mann wird zum Sündenbock gemacht. Das schreibt die Zeit. Nein, die Verteidigung sagt das. Ach so, die Zeit schreibt, dass die Verteidigung das sagt. Genau. Okay. So, das ist ja ein bekanntes Argumentationsmuster. Das ist gar nicht so. Ja, entweder die haben nichts gemacht oder das ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall werden die armen Kardinäle zum Sündenbock erklärt. Die armen, ne? Die armen Kardinäle. Dann. Ich finde das aber gut, dass die jetzt auch mal für dieses Schweigen und das Vertuschen halt, dass das auch mal Thema wird. Finde ich auch. Ja, also vor Gericht. Fängt so ganz langsam an. Ne? Mm. Dann hat die französische Staatsanwaltschaft, schreibt der Spiegel, die Aufhebung der diplomatischen Immunität des päpstlichen Gesandten in Paris gefordert gegen den vatikanischen Nunzius Luigi Ventura. Gibt es 4 Anzeigen wegen sexueller Belästigung. Und aus Kanada, wo der Mann also früher eingesetzt war, wurden ähnliche Vorwürfe bekannt. Die haben den also immer weiter wegversetzt, und dann hat er es da wieder gemacht und dann haben sie ihn wieder wegversetzt. Mal gucken, was da passiert. Mal gucken, was der Vatikan da macht. Das ist vielleicht ganz interessant. So, dann gab es noch einen Fall in Italien. Da hat ein italienisches Gericht einen Priester zu 4 Jahren und 4 Monaten Gefängnis verurteilt. Der Mann war im Juli vergangenen Jahres in seinem Auto von Passanten entdeckt worden, als er sich an einem 10-jährigen Mädchen verging. Ach du Schande. In Polen, da schreibt der ORF, in der letzten Folge habe ich das ORF gesagt, da wurde geschimpft, es tut mir leid, liebe Österreicher. Der ORF schreibt, dass die polnische Bischofskonferenz am Donnerstag einen ersten Bericht zum sexuellen Missbrauch von Minderjährigen durch katholische Geistliche vorgestellt hat. Was? Durch katholische Geistliche vorgestellt hat. Katholische Geister. Also, demnach gab es seit dem Jahr 1990 625 Opfer durch 382 Täter. So, wie ernst kann man das nehmen? Der nächste Satz ist, die Daten wurden landesweit in Diözesen und Orden gesammelt und vom Institut für Statistik der katholischen Kirche ausgewertet. Mhm. Ah, wieder die Nummer, sich selber untersuchen. Es ist also wieder eine freiwillige Selbstkontrolle. Es ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer wieder viel größer ist. Ja. Der Lustig steht auch weiter unten. Also lustig in sehr abstrakten Sinne. Ne? Mhm. Die Zahl der Fälle im Bericht der Bischofskonferenz deckt sich weitgehend mit der des Opferverbandes. Fürchtet euch nicht. Dieser hatte im Februar seinen eigenen Bericht über Missbrauchsopfer katholischer Geistlicher in Polen veröffentlicht. Also. Aha. Dann haben sie genau die rausgerückt, die eh schon aufgedeckt worden sind und dann nicht, schnell nicht weiter geforscht, sozusagen, ja. Dann gibt es jemanden, der in der polnischen Kirche zuständig ist für Kinder- und Jugendschutz. Adam Zack, offensichtlich, ich kenne ihn nicht, aber er sagt, er sprach angesichts des Berichts von der Spitze des Eisberges, die jetzt sichtbar würde. Also offensichtlich ein mutiger Mann.
Und weil wir eben darüber gesprochen haben, dass er auch vertuscht wird im Großen, das ist ja die zweite Komponente. Das eine ist ja der Massenmissbrauch, das zweite ist ja diese generalstabsmäßige Vertuschung. Und der Bericht, jetzt allerdings der Bericht von Fürchtet euch nicht, also der Opferorganisation, nennt 24 Bischöfe und Erzbischöfe, die den Missbrauch vertuscht hätten. Ist das jetzt mal eine Gelegenheit, sich mal ganz doll zu schämen für die katholische Kirche? Und dann meldet sich auch in der Tat der Krakauer Erzbischof zu Wort. Der Krakauer Erzbischof Marek Jedraczewski sagt bei der Vorstellung des Berichts, die Kirche müsse auch Erbarmen mit den Tätern haben, sofern sie ihr Verhalten bereuten. Ja, immer schön an die Täter zuerst denken. Die Täter. Ja, er hat auch noch ein paar andere Sachen gesagt, aber das fand ich, das war sozusagen der Schluss aus der ganzen Geschichte. Mhm, aber das ist ja so ein durchgehendes Ding, dass die Kirche sich immer mit sich beschäftigt und überhaupt nicht mit den Opfern. Ne? Die überlegen immer nur, was für sie daraus folgt. Und sind auch so doof und sagen das öffentlich. Also selbst wenn ich so total zynisch bin, und ich schätze, als Bischof muss man das sein, also das ist quasi dein tägliches Arbeitswerkzeug, dein Military-Grade-Zynism, Zynismus, das auch noch laut zu sagen, ich verstehe es nicht. Ja, die sind halt in ihrem System einfach gefangen. Die raffen das nicht. Dann bricht in Indien gerade ein Missbrauchsskandal auf. Da ist es offensichtlich üblich, dass katholische Priester und Bischöfe in großem Rahmen Nonnen vergewaltigen. Und das wurde bislang über die Jahre immer routiniert vertuscht. Und jetzt schreibt The Hindu, ich habe das mal holperig ins Deutsche übersetzt, einen englischsprachigen Artikel. Aber in diesem Sommer zwang eine Nonne das Thema in die Öffentlichkeit. Als wiederholte Beschwerden an kirchliche Amtsträger keine Antwort brachten, reichte die 44-jährige Nonne eine Polizeibeschwerde gegen den Bischof ein, der ihren Orden beaufsichtigt, und beschuldigte ihn, sie in 2 Jahren 13 Mal vergewaltigt zu haben. Bald darauf startete eine Gruppe ihrer Nonnenkollegin einen 2-wöchentlichen öffentlichen Protest und forderte die Verhaftung des Bischofs. In ganz Indien sprechen die Nonnen von Priestern, von denen sie in ihre Schlafzimmer geschoben wurden. Sie sprechen davon, begrapscht und geküsst zu werden, von Händen, die von Männern gegen sie gedrückt werden, die sie als Vertreter Jesu Christi sahen. Ekelhaft. Und dann steht ja auch noch, der Vatikan ist sich seit langem bewusst, dass Nonnen von Priestern und Bischöfen in Asien, Europa, Südamerika und Afrika sexuell missbraucht werden. Aber er hat sehr wenig getan, um sie zu stoppen. Jetzt hat die Associated Press die Situation in Indien untersucht und eine jahrzehntelange Historie von Nonnen aufgedeckt, die sexuellen Missbrauch innerhalb der Kirche erlitten haben. Ach du liebe Zeit. Da gab's also, ja, wenn ich auf Kinder steht, da nimmt sich die Nonnen, scheint es. Ja, aber an die denkt man, also ich habe ehrlich gesagt an die auch noch nie gedacht, ne? Gemeinerweise. Aber na klar, ich meine, das sind ja die Opfer Nummer eins, ne? Oder nicht die Opfer Nummer eins, aber sind ähnlich wie die Kinder halt da diesem Zugriff durch. In Reichweite immer ständig. Die anderen ja schon ausgesetzt, ne? Das scheint. Also ich finde das auch schlimm, da gibt es nichts zu qualifizieren, aber ich denke, als erwachsene Person gibt es vielleicht eine Chance, sich zu wehren. Ja, das ist. Kind hast du die klar, nicht. Ja, ja, das du hast vielleicht eine Chance, dich zu wehren, ne? Vielleicht. Gut, aber wenn das, die auch in so eine Hierarchie eingebunden sind und gelernt haben, dass das die Männer Gottes sind, die da übergriffig werden. In der letzten Folge hatten wir ja auch erzählt, dass es offensichtlich auch Nonnen gibt, die sich an kleinen Kindern vergehen. Ja, das haben wir letztens. Es ist also von jeder, es ist eigentlich fast egal, von welcher Perspektive man da hier reinguckt in diesen Laden. Es scheint ein Selbstbedienungsladen für Leute zu sein, die unbedingt sexuelle Gewalt ausführen möchten, ne? Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, wodurch das kommt. Ne? Da gibt es ja unterschiedliche Faktoren, die scheinbar das begünstigen. Ne? Machtgefälle, Attraktivität für Leute, die komisch drauf sind, sage ich mal jetzt flapsig. Ne? Mhm. Dann das Zölibatgedöns. Ne? Unterdrückung also, von allen Seiten. Ne? Diese da überall werden Tabus auf Sexualität gelegt. Mhm, ja. Dass alle sich schämen. Alle schämen sich für ihre Sexualität. Ja, was soll dabei rumkommen? Ja, und Kirche züchtet sowas. Der große Grundgedanke der Schuld und so weiter, der in der Kirche sowieso ist. Ne? Und es gibt noch einen absonderlichen Missbrauchsfall in Köln, in der Kita des Erzbistums Köln. Und das zeigt eigentlich ganz schön den Umgang der Kirche mit dem Thema. Da schreibt der Westen, in einer Kita des Erzbistums Köln sind 9 Familien und 12 Kinder Opfer von sexuellen Übergriffen durch 2 Fünfjährige geworden. Hä? Zwei Fünfjährige? Die also Kinder. Die Fünfjährige waren die Täter, oder? Ja, ja, die Kinder waren die Täter. Mhm. Ach, krass. Die Eltern berichten von zahlreichen Übergriffen seit April 2018. Das Erzbistum schreibt hingegen, dass erst im September erste Fälle bekannt wurden. Also ein halbes Jahr drüber. So, und jetzt erhebt das Erzbistum schwere Vorwürfe gegen die Eltern der Opfer, weil sie der Kita-Leiterin enormen Druck gemacht hätten.
Ja, klar. Ein Vater weist den Vorwurf von sich. Das ist schlicht und einfach falsch. Richtig ist, dass einige von uns häufiger in Tränen aufgelöst vor dem Büro der Kita-Leitung saßen. In der Hochphase der Übergriffe im September waren das täglich mehrere Familien, da es teilweise mehrere Vorfälle pro Tag gab. Ach. So, was macht die Kita-Leitung? Nun, wir wurden beschimpft und als Lügner bezeichnet. Der meistgehörte Satz war, ihr dürft doch euren Kindern nicht alles glauben. Anstatt den Opfern zu helfen, verhängte die Kita Hausverbote gegen die Eltern und wirft die Kinder raus. Die Kinder sollen, also die Opfer, Ende März die Kita verlassen. Also das ist ja Versagen auf ganz vielen Ebenen, ne? Pädagogisch, moralisch, das ist ja Wahnsinn. Tja, wahrscheinlich ganz hat man gelernt, wie man damit umgehen soll, ne? Ja, wobei sowas schon mal passiert, ne? Also, dass man dann den Eltern Hausverbot erteilt von den Kindern, denen da was angetan wurde, ist schon sehr, sehr sonderbar. Sehr sonderbar. Sehr, sehr sonderbar. Aber das sagt einfach nur, es ist nicht passiert. Zwei Kinder, ne? Die das gemacht haben, die sind ja noch da, ne? Die werden ja weiter da betreut. Ja, die Opfer sind das eigentliche Problem. Also die Zumutung, die der Träger hier durch die Opfer erleidet, vermute ich. Ja, und das ist nämlich das Verhaltensmuster der Kirche. Die Kirche wird zum Opfer. Ja, das ist Schuldumkehr, das ist ein bewährtes Muster. Das ist das gleiche Muster, aber warum zieht sie denn so einen kurzen Rock an? Muss sie sich dann nicht wundern, dass sie vergewaltigt wird? Nee, das Muster ist mehr so, ich leide jetzt, weil die mich beschuldigt, sie vergewaltigt zu haben. Jetzt leidet mein Ansehen unter diesen Beschuldigungen. Das ist das Muster. Ja. Ich als Täter muss jetzt darunter leiden, dass mein Ansehen dahin ist. Es gibt noch eine Studie der Universität Ulm, über die ich einen Artikel in der Welt gefunden habe und sonst nirgends. Dass die ausgerechnet die stinkkonservative Welt dazu was geschrieben hat, hat mich überrascht und gefreut. Und zwar sagen die Zahl derer, die als Minderjährige von Priestern missbraucht wurden, soll weit höher sein als bisher angenommen. Dann zitieren die Studie vom letzten Jahr, die MHG-Studie. Darüber hatten wir ja schon gesprochen. Mindestens 3677 Minderjährige, die von mindestens 1670 katholischen Klerikern missbraucht worden sind. Und da haben ja schon die Forscher selbst geschrieben in der Studie, man müsste davon ausgehen, dass das Dunkelfeld deutlich höher sei. Ja. So, jetzt hat die Uni Ulm nachgelegt, eine Studie gemacht und das auch so wie üblich veröffentlicht. Und jetzt spricht halt die Welt davon. Und die Uni Ulm hat eine groß angelegte Umfrage gemacht und das hochgerechnet. Und sagt, dass sie jetzt von ungefähr 114.000 betroffenen sexuellen Missbrauchs durch katholische Priester ausgehen. 114.000? Okay. Genau, und nochmal so viele durch Pfarrer und Mitarbeiter in evangelischen Kirchen. Ha. Das hatten wir ja beim letzten Mal schon besprochen. Niemand guckt im Moment hin, wie das mit den evangelischen Kirchen ist. Die sind ganz still und hoffen, dass der Kelch an ihnen vorbeigeht. Also wenn das so stimmen würde mit den 114.000 Betroffenen, dann wären die Opferzahlen 30 Mal so hoch wie die Untergrenze, die in der MHG-Studie vorkommt. Und zwar hat die Uni Ulm da eine repräsentative Umfrage unter 2.500 Deutschen gemacht. Und das ist auch schon die große Schwäche der Studie, finde ich. Sie haben nämlich rausgekriegt, dass 0,16% aller Menschen in Deutschland von Kirchenleuten sexuell missbraucht worden sind und haben das dann hochgerechnet, um diese insgesamt 228.000 Betroffenen zu kommen. Aber wenn du 2.500 Leute fragst und 0,16% sagen ja, dann sind es nur 4. Aber 2.500 ist doch schon relativ viel für so eine repräsentative Umfrage, ja, oder? Aber die Betroffenenzahl ist halt so klein. Ja. Das heißt, du hast halt 4 Leute, die ja gesagt hätten. Wenn du 5 Leute oder 3 Leute ja gesagt hätten, würde die Zahl halt signifikant schwanken. Ja. Stimmt. Aber als zusätzlicher Datenpunkt ist das wertvoll. Ja. Aber das ist, reicht alleine nicht, um zu dem Ergebnis zu kommen. Also dass es wirklich diese 2x 114.000 sind. Aber das liegt durchaus in der Größenordnung von den Missbrauchsfällen in Australien, wo ja eine der wenigen
Länder oder wo es ja eine der wenigen Datenpunkte gibt, die wirklich von einer unabhängigen Kommission untersucht worden sind. Also der Missbrauch in Australien ist ja von einer unabhängigen Kommission untersucht worden, nicht von der Kirche selbst. Genau. Die versuchen ja über all diese Studien irgendwie ihren Deckel drauf zu kriegen, die Hand da drauf zu kriegen. Und da habe ich ja mal die australischen Zahlen hochgerechnet, ceteris paribus auf Deutschland, habe also angenommen, ja, die Betreuungsdichte durch katholische Priester ist genau in Deutschland genauso hoch wie in Australien. Das heißt, die kommen genauso gut an Leute ran. Mhm. Und habe einfach die Zahlen multipliziert, die Anzahl der Katholiken und die Anzahl der Priester. Dann habe ich das nochmal gemacht, weil ich einen Faktor vergessen habe, der sich zugunsten der Kirche ausgewirkt hat. Und wenn man jetzt die Deutschen mit den australischen Katholiken vergleicht, dann kommt man für Deutschland auf eine grobe Schätzung von 8.600 pädokriminellen Priestern und 154.800 Opfern kirchlichen Kindesmissbrauchs. Also wären 42 Mal so viel wie in der MHG-Studie. Nur habe ich auch schon gesagt, ein paar 10.000 in die eine oder andere Richtung, was weiß ich, ja, das ist auch ganz offen. Aber die Größenordnung ist zumindest ähnlich. Ja, das sieht man. Also wir brauchen mehr Datenpunkte in der Richtung, dass man mal untersucht, wie viele das wirklich sind. Mhm. Ich bin auf die Idee gekommen, das mal nachzurechnen, weil ich mich gewundert habe, dass es nur diese knapp 3.700 Fälle geben soll, über 70 Jahre. Ich selbst kenne zwei Frauen gut genug, dass die mir erzählt haben, dass sie als Kinder von Priestern missbraucht wurden. Und das ist natürlich nur sehr anekdotisch, aber da kommst du schon mal komisch. Wenn ich zwei von denen kenne, da wäre das schon ein großer Zug. Und vielleicht kenne ich auch viel mehr, das weiß ich nur nicht, aber die beiden haben mir genug vertraut, mir das zu erzählen. Das riecht so, als ob es mehr gäbe. Und deshalb habe ich überhaupt mal angefangen, diese australischen Sachen nachzurechnen, wenn man das auf Deutschland hochrechnet. Ja. Und deshalb, ich kann mir das echt gut vorstellen, dass das, also nach bestem Wissen, ich kann das nicht beweisen, aber es kann sein, dass da noch, also das Thema, sagen wir mal so, das Thema ist auch in Deutschland nicht ausgestanden. Nicht nur hat sich noch niemand, bis auf eine kleine Studie an der Nordkirche, die evangelische Kirche angeguckt, sondern es kann auch sein, dass da noch eine ganze Größenordnung oder anderthalb Größenordnung mehr Fälle aufpoppen werden. Ja, wichtig wäre, wenn man die Leute, die Betroffenen irgendwie dazu bewegen könnte, sich irgendwie zu melden oder irgendwo damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Ne? Weil wenn niemand was davon erzählt, dann wird es halt auch immer versteckt bleiben. Also das ist natürlich genau das, was den Leuten so schwerfällt, ne? Wenn man sowas erlebt hat. Dass dann ja, und zum anderen, du kriegst jetzt hier wie dieser Kindergartenfall, dieser absurde Kita-Fall, du glaubst die Kinder nicht. Also ein bisschen jahrzehntelang darauf konditioniert, nichts klar zu sagen, weil dir glaubt klar keiner. Und im genau Fall gibt es auch noch eine Backpfeife oder was auch immer. Ja. Ich fand das ganz interessant, bei WDR5 gab es auch so eine Sendung dazu, wo halt die Hörer anrufen können. Und da haben dann auch so viele ältere Frauen auch angerufen. Und die haben dann mal so erzählt von früher, und das war so ein bisschen normal. Ne? Also die eine erzählt, also nicht jetzt sexueller Missbrauch direkt, aber die eine erzählte dann, dass sie dann da zum Beichten gegangen ist. Und dann hätte halt der Pfarrer sie dann so gefragt, so ja, und ob sie dann wirklich nichts gemacht hätte und ob sie sich nicht mal anfassen würde und sowas. Ne? Also ja, da geht's los. Ja, da geht's jetzt ja schon los. Und da war sie halt total verstört, weil die 10, 11 war oder sowas. Und sie hat dann erzählt, sie ist dann nach Hause gegangen, hat das den Eltern erzählt und die haben gesagt, ja, da musst du da nicht mehr hingehen. Das war aber eher eine Ausnahme, ne? Dass die dann so fortschrittlich, weiß ich nicht, aber so verständnisvoll ihrem Kind gegenüber waren. Aber diese schmierige Art und dieses Anzügliche und so, ich glaube, das war auch früher, das war so ein bisschen normal. Und da hattest du als kleines Mädchen, wenn du das gesagt hast, so, da hat dir eh keiner geglaubt, ne? Und dann warst du denen halt ausgeliefert und dachtest halt auch so, ja, ist dann halt wohl so, ne? Und von da den Schritt dann halt zu diesem Missbrauch zu machen. Und es wurde ihnen wahrscheinlich dann noch eingeredet, also kleine Jungs jetzt genauso klar, ne? Dass sie noch irgendwie dran schuld sind oder da gibt es ja auch die entsprechenden Strategien, ne? Von denen, die den Missbrauch dann auch vollziehen, ne? Aber wie es aussieht, ist das ja anscheinend immer noch in der Tagesordnung und es ist immer noch normal so. Sonst würden solche Zahlen ja gar nicht zustande kommen. Ja. Also ich glaube auch, die Kirche hätte gerne, dass man denkt, ja, jetzt ist das alles raus und jetzt ist es vorbei, aber das ist ja gar nicht gesagt. Warum soll das jetzt auf einmal vorbei sein? Nee, ich würde mal vermuten, ich kann es jetzt aber nur für Deutschland eigentlich sagen, dass heutzutage die Eltern das eher dem Kind glauben würden. Mhm. Und dass das früher noch die Tendenz dazu, dem Kind nicht zu glauben, noch größer war. Klar, und je mehr das jetzt in der Öffentlichkeit steht, desto mehr glaubt man davon. Das auch, ne? Also hoffentlich. Das mag schon sein, aber ich glaube, die suchen sich ja auch bewusst Kinder aus, die
aus einer schwachen Position klar. kommen. Ne? Die klar. erzkatholisch erzogen ja. werden und wo die Familien, also du, wenn du da ein Täter bist und eine gewisse Routine dabei hast, merkst du ja, oh, hier jetzt lieber nicht. Da, sonst habe ich nachher die Mutter wütend mit einer, natürlich. Mit einer im besten Fall einer Bratpfanne im Büro stehen. Dann suchst du die halt die aus, von denen du weißt, die Eltern schätzen das nicht und so weiter. Mhm. Also, die müssen intensiver Kinder heranziehen. Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass, also ich kenne keine Anzeichen dafür, dass dieser Missbrauch nicht mehr stattfindet. Genau, das meinte ich auch. In gesunden Familien ist das vielleicht genau wie ihr sagt, dass es nicht mehr so einfach ist, an Kinder heranzukommen. Aber nee, ich wollte das wollte ich damit auch nicht sagen, ne? dass das nicht weiter versucht wird. Aber dass diese, wenn du halt über die Opfer sprichst, vielleicht auch von, also über die Jahre, ne, dass viele das einfach nicht dann sagen, ne? Weil das vielleicht wirklich so normaler war. Mhm. Ich glaube, es ist schwieriger geworden, an die Kinder ranzukommen tatsächlich. Ja, das kann gut sein. Mhm. Das kann man nur hoffen. Dann gibt es noch ein Update zu Kardinal Pell, der bis Ende letzten Jahres Vatikan-Finanzminister war und dann irgendwie auf merkwürdige Umstände nicht mehr. Da schreibt die NZZ, dass dieser Typ, Kardinal George Pell, zu 6 Jahren Haft verurteilt worden ist in Australien. Das Strafmaß liegt deutlich unter der möglichen Höchststrafe von 50 Jahren. Warum? Weil er schon so alt ist. Strafmindernd wertete Richter Kitt unter anderem Pells Alter, seinen Gesundheitszustand und seine Lebensleistung. Seine Lebensleistung? Was ist denn die Lebensleistung, die Kinder verbraucht, missbraucht zu haben? Das ist ein toller Typ. Hä, aber was hat denn die Lebensleistung damit zu tun, wie das Urteil für seine Verbrechen ausfällt? Wie alt ist der denn? 77? Also ich weiß es nicht. Meines Erachtens darf das nicht, die Lebensleistung... Was soll denn das sein? Ich bin auch völlig ratlos, was das für ein Argument sein soll. Ist der Richter selber in der Kirche tätig oder was soll das? Also ich bin freudig überrascht, dass der überhaupt einfahren muss. Ja, aber wirklich. Ja, das finde ich auch gut. Also das finde ich, das klar. ist nicht, davon war nicht auszugehen, dass das so war. Da konnte man nicht, selbst bei Schuld, bei einer Verurteilung, nicht von ausgehen, dass der in den Knast muss. Und wenn er jetzt nur ein paar Jahre in den Knast muss, 3 Jahre und ein paar Monate, bis er wegen guter Führung entlassen wird, immerhin. So, aber es gibt ja eine Gelegenheit für den Vatikan, wo der Mann ja lange aktiv war, sich mal zu Kindesmissbrauch zu äußern und zu sagen, dass sie das auf keinen Fall dulden. Ne? Wäre mal eine Gelegenheit. Also, der Vatikan erklärt jetzt, schreibt immer noch die NZZ, auf sofortige Konsequenzen gegen Pell zu verzichten. Der Kirchenstaat wolle das Berufungsverfahren abwarten. Oh. Pell habe das Recht, sich bis in die letzte Instanz zu verteidigen. Pell sei zudem immer noch Priester und Kardinal. Und der Fall werde nun von der Kongregation für die Glaubenslehre geprüft. Hä? Im Fall von Missbrauchsvorwürfen kann sie Untersuchungen einleiten, die im äußersten Fall zum Ausschluss eines Beschuldigten aus dem Priesterstand führen können. Dies ist die Höchststrafe in der katholischen Kirche. Aber da müssen Sie erst ganz lange drüber überlegen jetzt, ne? Weil den weltlichen Gerichten ist ja nicht zu trauen. Wenn die einwandfrei bewiesen haben, dass er schuldig ist, dann muss die Kirche jetzt nochmal unbedingt selber nachgucken, oder was? Okay. Dann gibt es auch noch ein paar Wortmeldungen aus der Kirche raus zu den ganzen Entwicklungen. Also so viel zu den Entwicklungen. Jetzt sage ich wie die Kirche sich zu dieser ganzen Entwicklung äußert. Katholisch.de schreibt hier, der gute Papst Franziskus, hat den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche als Reinigungsprozess bewertet. Ja. Ein Reinigungsprozess. Was Gutes, es ist was Gutes. Gott bewahre seine Priester so für Einheiligkeit. Ja. Der gute Gott. Ach, ja. Warte mal, was war noch? Ach, das ist ja toll. Und wer ist auf? Also, dann sagt er weiter. Zum Glück, ne? Zum Glück hat er diesen Missbrauch geschickt, ne? Damit keiner mehr scheinheilig sein muss. Also, da fehlen einem doch die Worte, oder? Ja, es geht aber noch weiter. Also, wenn er was sagt, dann ist er ja so schnell nicht zu bremsen. Hat er auch noch gesagt, die Kirche als Braut Christi sei in Flagranti beim Ehebruch erwischt worden. Was? Ach! Doch wir lassen uns nicht entmutigen. Der Herr reinigt seine Braut. Er bekehrt uns alle zu sich, sagte der Papst. Gott lasse die Kirche die Prüfung erfahren, damit wir begreifen, dass wir ohne ihn Staub sind. Der Herr reinigt seine Braut und die Braut ist die Kirche. Ja. Das heißt, die Kirche ist vergewaltigt worden. Nee, die Kirche ist beim Ehebruch erwischt worden. Aber sie ist. Dieses Missbrauch ist Ehebruch. Also die Kirche ist das Opfer.
Wenn man die Braut beim Ehebruch Ehebruch. Nee, die hat was, Ehebruch hat was falsch gemacht. Naja, Ehebruch ist halt schon. Das ist ein schlimmer Sinn. Schon ein bisschen Ehebruch begangen, die Kirche. Ah, ja. Hätte sie nicht machen sollen. Und jetzt wird die gereinigt. Jetzt wird sie gereinigt. Ach du liebe Zeit. Durch den Missbrauchsskandal. Was ist los? Also da kann man doch nicht. Wie kann man denn in so einem Verein Mitglied bleiben, wenn man das liest? Oder liest das keiner? Nein, das liest keiner. Ich glaube, wir armen Idioten. Ich glaube, dass die doofe Atheistin da recht hat. Das interessiert doch keinen, was von den Katholiken, was in der Bibel steht. Oder was der Papst sagt. Ja, was der Papst sagt. Die wissen aber gerade, wie der Papst heißt. Also. Franzl. Darum geht es denen. Das ist ja unfassbar dämlich und auch unverschämt. Und dann Schlag ins Gesicht für all die Leute, die da echt leiden mussten, oder? Also, kann man nur sauer werden. Ja, aber es geht noch weiter. Denn während der Papst nur sieht, wie stark die arme Kirche durch den Missbrauchsskandal belastet wird, sind die unteren Ränge dabei, die Reihen zu schließen, argumentativ, haben festgestellt, die Juden sind schuld. Die Juden? Die Schwulen sind schuld. Entschuldigung. Das ist ganz schön, da habe ich mal zwei exemplarische Äußerungen rausgesucht, zum einen oder so zweieinhalb. Zum einen gibt es den Limburger Bischof Dr. Georg Betzing, der hat einen Hirtenbrief geschrieben. Ein Hirtenbrief zur Fastenzeit. Also jetzt gerade, indem er sagt, man müsse netter zu Schulen sein, um den Missbrauch zu verhindern. What? Das erscheint mir besonders heimtückisch. Ist es auch. Das ist besonders heimtückisch. Ist es auch. Und zwar sagt Bischof Betzing, er kündigt an, dass es im Bistum Limburg ein umfassendes Maßnahmenpaket geben wird, um sexuellen Missbrauch entschieden entgegenzutreten. Dazu gehören Anfragen an die katholische Sexualmoral einschließlich der Bewertung der Homosexualität. Das bedarf gründlicher Diskussion und einer respektvollen Auseinandersetzung, denn die Einstellungen zu diesem Thema sind unter den Gläubigen ja in der Kirche durchaus kontrovers und emotional verankert. Ha. Also man muss netter zu Schwulen sein, um den Missbrauch zu... Das heißt erstens, der Missbrauch geht nur von Schwulen aus und zweitens sind sie sowieso kleine Tierchen. Wenn man nett zu denen ist, dann bekrabbeln die sich wieder, oder? Ja, dann fallen die nicht mehr über Kinder her. Ja, ich glaube, der wollte in erster Linie schreiben, dass es die Schwulen waren und hat das dann irgendwie so komisch formuliert. Er hat es dann irgendwie geschickt. So verbogen, dass man eigentlich nichts dagegen haben kann. Dass es nett klingt. Dass es nett klingt. Weil wer kann schon behaupten, man soll nicht nett sein, ne? Genau, muss ein Jesuit sein. Gut, das ist offensichtlich so heimtückisch, dass viele Katholiken das nicht verstanden haben, warum man jetzt plötzlich nett zu Schwulen sein soll. Da gibt es einen Kommentar auf Cutnet. Da schreibt jemand, wer schreibt denn das? Weiß ich nicht, ich könnte ja selber suchen. Was eine neue, also jedenfalls, er schreibt zu diesem Hirtenbrief, ja, was eine neue, wohlwollendere Sicht auf die Homosexualität helfen soll, erschließt sich mir nicht. Im Kontext des gegenwärtigen Skandals überwiegen die Knabenschänder. Die sind aber ebenso homosexuell, wie Mädchenschänder heterosexuell sind. Nicht zeitgeistgerechte Liberalisierung ist Gebot der Stunde, sondern Bekehrung zum heiligen Ernst katholischer Sittenlehre. Aha. Ja, also der hat den eleganten Bogen nicht verstanden. Und behauptet immer noch, die Schwulen sind schuld. Und behauptet trotzdem, die Schwulen sind schuld, ja. Ja, der behauptet es nur nicht so elegant wie der andere. Dann gibt es noch Monsignore Nicola Bux, den Berater der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse und Professor für Liturgiewissenschaften und Sakramententheologie am Theologischen Institut von Bari. Und der Monsignore Bux sagt in einem Interview, Homosexualität ist die Ursache der Missbrauchskrise der katholischen Kirche, insbesondere die Ansicht, dass homosexuelle Beziehungen unter Erwachsenen keine Sünde seien. Das macht Sinn. Das macht totalen Sinn. Auf jeden Fall. Also wenn das wieder als Sünde gewertet wird, dann ist auf jeden Fall, sind die Kinder wieder sicher. Ja, wenn man endlich erkennt, ist doch klar, verstehe ich gar nicht, warum sind wir da nicht vorher drauf gekommen? Dann wird auch niemand mehr sich an Kindern vergehen. Dazu passt dann auch noch, dass die Kirche in Polen auf eine sich anbahnende Katastrophe hinweist. Die polnische Bischofskonferenz warnt davor, dass die Gleichberechtigung von Homo- und Transsexuellen die Zivilisation in Europa gefährden könne. Ja, das hat der Papst auch schon gesagt. Die Zivilisation ist gefährdet durch die Homosexuellen. Also, wenn man die akzeptiert, dann erst recht. Ich habe das ja nicht umsonst gesagt. Ne? Wenn früher irgendwas kaputt, wenn eine Seuche gab oder irgendwas hat nicht funktioniert, waren die Juden schuld.
Jetzt haben sie, können sie auch mit den Juden nicht mehr machen. Jetzt suchen sie sich die Schulen, die schuld sind. Puh. Und die Atheisten, die hatten wir auch schon. Am letzten Mal. Das waren ja nur die Atheisten. Das waren ja, und die Atheisten in der Kirche. Das hatte doch der Papst gesagt, oder? Weiß nicht, ob es der Papst Atheisten war. Atheisten in der Kirche. Ja, das waren doch alle, die in der Kirche irgendwie Missbrauch gemacht haben oder den vertuscht haben. Das sind die Atheisten, die doch die Kirche unterwandert haben. Ja, das stimmt, ich erinnere mich. Super. Aber sonst sind es gerne die Schwulen, ja. Mhm. Blöd ist halt, wenn dann Frauen, Nonnen und Kinder, Mädchen vergewaltigt werden. Ne? Schwule Nonnen. Kann das sein? Ja. Und Atheisten sind die bestimmt auch. Naja, das stimmt. Das sind doch eigentlich alle Atheisten schuld. Vielleicht sind die Misshandelten auch Atheisten gewesen. Und die sind sowieso schuld. Die sind ja sowieso schuld. Die sind, glaube ich, diejenigen, die sich geopfert haben, um diesen Reinigungsprozess anzustoßen. Ne? Ach ja, so muss man das weiter. Kollateralschäden. Also, genau, die waren einfach nötig, damit die Kirche sich wieder reinigen kann. Ja, wegen dieser Scheinheiligkeit. Ich habe das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Ich sage es jetzt nochmal. Kein Katholik kann sagen, er hätte davon nichts gewusst. Das ist mittlerweile alles. Seit den 90er Jahren poppen diese Skandale immer wieder auf. Es werden immer mehr und mehr. Das hört auf, die Schuld der Kirche zu sein. Und das fängt an, die Schuld jedes einzelnen Katholiken und jeder einzelnen Katholikin zu sein. Wer jetzt noch diesem Laden die Treue hält, dem sein Geld gibt und die Kinder und die Stimme, dadurch, dass sie als Katholiken gezählt werden, die Personen sind schuldig. Normale Katholiken auf der Straße werden schuldig dadurch, dass sie nicht, wenn sie nicht austreten, sind die schuld an diesem Missbrauch. Das hört nicht auf. Es ist auch nicht davon auszugehen, dass das irgendwie in der Vergangenheit liegt. Die Katholiken, die das ermöglichen, werden langsam aber sicher zum Mittäter. Das sehe ich auch so. Und das zeichnet sich nicht ab, dass das aufhört, sondern alles, was die sagen, zeigt darauf hin, dass sie nichts tun wollen. Dass sie nicht daran interessiert, irgendwas zu tun. Ne? Alles, was die Kirche dazu sagt, lässt nicht vermuten, dass sie wirklich jetzt Taten folgen lassen. Ja, ich bin da ja mittlerweile auf Martinas Linie eingeschwenkt und glaube auch, dass sie das auch nicht können. Dass wenn sie das wirklich offen angehen würden und sagen, so, wir gucken jetzt mal, was hier los ist. Was für Strukturen, was für Leute, was für Kreise haben wir denn hier? Da müssen sie ihren Laden zumachen. Das wird so stark verbreitet sein, das ist ja viel mehr als diese paar tausend Fälle, die hier jetzt in diesen Studien, ja, in diesen Kirchenstudien von Kirche für Kirche, für die Kirche gemacht werden. Das sind ja viel, viel mehr Fälle. Die genauen Zahlen, ich weiß es nicht, aber es sind ja um Größenordnung mehr Fälle. Wenn die das zugeben, und das ernsthaft angehen, das Problem zu lösen, müssen sie ihren Laden zumachen. Ja, das ist wahrscheinlich so. Ja. So. Austreten. Und das müssen wir die Hitlerglocke anmachen, sodass die Nazis gemein zu Juden waren und die verfolgt haben. Das ist halt so. Aber dass die normalen Deutschen damals weggeguckt haben, die sind mitschuldig dadurch. Von denen war was Besseres zu erwarten. Ja. Ja. Oder? Ja. Ist das auszukürzen oder nicht? Ich finde es langsam, gehen mir weniger krasse Vergleiche aus. Also das ist so, das wird diese riesige eiternde Wunde, die sich da auftut. Ja, da wegzugucken, dann ist man mitschuldig, finde ich auch. Wer jetzt nicht austritt, ist mitschuldig. Man kann ja auch weiter an Gott glauben, Leute, ne? Also ja, man darf zu Hause im Wohnzimmer an Gott glauben. Genau, das ist völlig in Ordnung. Man muss nur nicht da mit der Kirche da bitte nicht mehr mitmachen. Ja, bitte nicht mehr mitmachen, liebe Hörerinnen und Hörer. Gut. Ihr seid wahrscheinlich eh schon alle. Ihr seid eh alle raus. Ja, das ist echt scheiße, ne? Wir hatten das ja auch mit dem, also dass die Leute, junge Familien und so, da ja auch wieder gerne eintreten, ne? Weil das ja so schön ist mit den Gottesdiensten und so. Ja, und der Kinder. Hochzeit. Das geht halt gar nicht, ne? Ja, und mit der Hochzeit stimmt, kann man so schön in der Kirche. Mit der freien Hochzeit im Freien Sabine und im Wetter. Genau. Ah ja, stimmt, Sabine und Christian. Sabrina und Christian hießen. Sabrina. Ja, Sabrina und Christian hießen sie. Super, Sabrina und Christian. Ja. Was ist der Laden, bei dem ihr mitmacht? Raus da. Das ist der Reinigungsprozess, bei dem ihr mithelft. Eure Kinder sind behilflich beim Reinigungsprozess. In unserem Definitionsstündchen widmen wir uns heute dem Begriff Wissenschaft. Definitionen. Definieren. Ihr müsst jetzt auch so ein Wort sagen. Definitionen. Definitionen. Definieren. Definitionen. Ja, das Wort Wissenschaft fand ich interessant, weil wir haben ja schon so Begriffe wie Gott und Erleuchtung und Weltanschauung und auch den Begriff Wissen hier durchgenommen. Und Wissenschaft ist ein bisschen was anderes als Wissen.
Ich finde, vielleicht kommt da noch so eine Tätigkeit dazu und die vielleicht eine Methode, mit der man das Wissen erlangt bei Wissenschaft. Ich habe bei der Katpedia nachgeguckt, was die Katpedia unter Wissenschaft versteht. Der Artikel ist nicht sehr lang, aber selbst für mich als Nichtwissenschaftler ist zu erkennen, das hat ebenfalls ein Nichtwissenschaftler geschrieben, diesen kurzen Artikel. Also der Artikel ist nicht sehr lang, das wundert mich nicht bei der Katpedia. Ja, genau. Und das beginnt mit dem Satz: Wissenschaft ist eine Gesamtheit von Erkenntnissen, welche durch systematisches Sammeln, Aufbewahren, Lehren und Überliefern geschieht. Das war auch grammatikalisch. Das ist aber auch grammatikalisch zweifelhaft. Ja, genau, das ist total zweifelhaft. Da steht: Wissenschaft ist eine Gesamtheit von Erkenntnissen, welche durch Sammeln geschieht. Nö. Aha. Ja, okay. Also, Katpedia. Ja, aber das grammatische Problem, was Sie haben, ist nicht Ihr einziges. Das war unheimlich falsch. Ja, genau, das stimmt. Oder unbrauchbar, sagen wir mal so. Aber ich glaube, das Lustige, ja, das kommt noch gleich noch. Dann geht es ein bisschen weiter. Die teilen das dann ein in Universalwissenschaften und Einzelwissenschaften. Für die Katpedia sind die Universalwissenschaften, suchen die Erstursachen aller Dinge, sind die Philosophie, die mit Hilfe des menschlichen Verstandes forscht, und die Theologie, die sowohl durch den Verstand als auch durch die göttliche Offenbarung nach den Erstursachen. Smooth, smooth. Das haben sie ja geschickt hingebogen, dass die Theologie doch eine Wissenschaft ist. Ja, natürlich, ne? Natürlich. Wie war das? Man muss sammeln, ne? Ja, man muss sammeln. Ja, ja, dann passt's. Man muss sammeln, geschieht. Ja, ja. Und das ist ja auch die beste Wissenschaft von allen, zusammen mit der Philosophie. Genau, und dann gibt es noch die kleinen, dummen Einzelwissenschaften, die einen begrenzten Gegenstandsbereich behandeln, zum Beispiel Physik, Mathematik. Und dann gibt es hier so eine Einteilung zwischen Material- und Formalobjekt. Das Materialobjekt ist die Sache an sich, unbekümmert, was an ihr betrachtet wird. Formalobjekt ist der bestimmte Inhalt oder das, was an der Sache unter einem bestimmten Gesichtspunkt erfasst wird. Ja, okay. Dann schreibt die Katpedia über Wissenschaft als Geistgabe. Die Geistgabe der Wissenschaft erteilt dem Menschen das nötige Licht. Was? Um ein Gut von dem anderen zu unterscheiden. Okay. Sie lehrt das, was gewisser und sicherer ist, erwählen. Das ist auch grammatikalisch super. Ja, aber das ist auch, was ist denn das für ein Artikel? Steht da wirklich Wissenschaft drüber? Ja, ja, ja. Okay. Sie ist, sie dringt. Ja. Also bis jetzt war kein einziger Satz brauchbar. Das passt auch zu unserem Ebenensegment. Sie dringt in das Dunkelste ein und macht, und macht vollkommene Lehrmeister. Ich Katpedia nicht. Ja, das steht da so, ich zitiere das doch nur. Dann gibt es einen ganzen Absatz mit der Überschrift Aussagen zur Wissenschaft. Und da gibt es genau eine Aussage. Und zwar ein Zitat von Rabelais, Pantagruel. Und die lautet: Wissenschaft ohne Gewissen ist nichts als der Ruin der Seele. Ja, da wäre ich jetzt auch als erstes drauf gekommen. So, also das ist die Wissenschaft für die KP. Also das ist ein völlig unbrauchbarer Artikel. Ja, super, ne? Also, das ist ja selten unbrauchbar. Ja. So, die Wikipedia schreibt schon ein bisschen brauchbarer. Das Wort Wissenschaft bezeichnet die Gesamtheit des menschlichen Wissens, der Erkenntnisse und der Erfahrungen einer Zeitepoche, welches systematisch erweitert, gesammelt, aufbewahrt, gelehrt und tradiert wird. Das ist gar nicht so unähnlich zu diesem ersten Satz. Das ist auch nicht besonders gut. Ja, genau, jetzt geht's weiter. Die Wissenschaft ist ein System der Erkenntnisse über die wesentlichen Eigenschaften, kausalen Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten der Natur, Technik, Gesellschaft und des Denkens, das in Form von Begriffen, Kategorien, Maßbestimmungen, Gesetzen, Theorien und Hypothesen fixiert wird. Das finde ich schon ein bisschen brauchbarer. Also, ja, da hat ja jemand noch einen Schwachsinnssatz vorgepflastert. Ja, genau. Abgeschrieben in der Katpedia wahrscheinlich. Also ein System von Erkenntnissen, ein System scheint mir da wichtig zu sein, dass man halt nicht nur irgendwas sammelt, sondern dass man das irgendwie systematisiert. Und ja. Und Wissenschaft bezeichnet den methodischen Prozess intersubjektiv nachvollziehbaren Forschens und Erkennens in einem bestimmten Bereich. So, das finde ich jetzt interessant. Das war für mich irgendwie so der Punkt, wo ich dachte, da unterscheidet sich das Wort Wissenschaft von Wissen, dass da halt ein Prozess mit verknüpft ist. Ein Prozess, wie man an das Wissen gelangt, so dass man das Wissen hinterher auch als Wissen bezeichnen kann und nicht als irgendwas, was ich mir ausgedacht habe. Ne? Und intersubjektiv nachvollziehbar heißt ja sowas Ähnliches wie objektiv, also dass man versucht, durch die Methoden und diesen Prozess, den man sich bedient, dahin zu kommen, dass andere das auch so sehen können. Ne? Dass man sozusagen zu einer Erkenntnis gelangt, die für andere auch nachvollziehbar, also nicht nur in meiner Wirklichkeit oder in meiner Fantasie eine Rolle spielt. Das fand ich interessant. Methodisch, schreibt die Wikipedia weiter,
kennzeichnet die Wissenschaft entsprechend das gesicherte und im Begründungszusammenhang von Sätzen gestellte Wissen, welches kommunizierbar und überprüfbar ist, sowie bestimmten wissenschaftlichen Kriterien folgt. Wissenschaft bezeichnet somit ein zusammenhängendes System von Aussagen, Theorien und Verfahrensweisen, das strengen Prüfungen der Geltung unterzogen wurde und mit dem Anspruch objektiver, überpersönlicher Gültigkeit verbunden ist. Ja. Mhm. Also der Versuch, sich der Wahrheit zu nähern, ne? Und so, dass andere auch das Gleiche irgendwie rauskriegen, dass das für andere auch einsichtig ist. Dann schreibt diese Wikipedia über Werte der Wissenschaft. Da wird dann genannt Eindeutigkeit, Transparenz, Objektivität, Überprüfbarkeit. Ja, das ist halt alles, geht halt alles darum, dass es eine Methodensammlung ist. Ne? Ja, genau. Das dreht sich alles darum, ja. Dann Stichworte Falsifizierung natürlich, Verlässlichkeit, Offenheit und Redlichkeit und Neuigkeit. Also wenn man nichts Neues dem Diskurs zuzufügen hat, dann ist es halt auch keine wirkliche Wissenschaft. Dann hast du irgendwo abgeschweige man besser. Ja, damit sind Politologen und Theologen raus. Und Offenheit und Redlichkeit auch, da sind Theologen auch rein. Offenheit und Redlichkeit heißt ja, ja das stimmt, dass ich möchte, dass meine Erkenntnisse angegriffen werden oder kritisch durchleuchtet werden. Ne? Ja, dann sind Politologen wieder drin und nur noch die Theologen sind raus. Ein klassisches Ideal, das auf Aristoteles zurückgeht, schreibt Wikipedia weiter, ist die völlige Neutralität der Forschung. Theologen sind raus. Sie sollte autonom sein, voraussetzungs- und wertungsfrei sein. Dies ist in der Praxis nicht völlig möglich und mitunter kritisierbar. Karl Popper betrachtete den Wert der Wertefreiheit als Paradoxon und nahm die Position ein, dass Forschung positiv von Interessen, Zwecken und somit einem Sinn geleitet sein solle. Ja, Popper war ein kluger Mann. Richard Feynman kritisierte vor allem die nach seiner Ansicht sinnlos gewordene Forschungspraxis der von ihm so bezeichneten Cargo-Cult-Wissenschaft, bei der Forschungsergebnisse unkritisch übernommen und vorausgesetzt werden, sodass zwar oberflächlich betrachtet eine methodisch korrekte Forschung stattfindet, jedoch die wissenschaftliche Integrität verloren gegangen ist. Hat auch einen Punkt, ne, der Herr Feynman. Würde ich auch sagen, ja. Einfach so irgendwas zu übernehmen. Aus Gründen, die nicht der Wahrheitssuche dienen, ne? Könnte mal passieren. Ja, was macht man dann irgendwie das, politisch motiviert oder was auch immer. Oder wirtschaftlich. Don't do it. Ja, dann schreibt der Brockhaus, der hat richtig einen riesen Artikel. Da kann ich auch nur jetzt wenige Stellen von wiedergeben. Und irgendwie finde ich das auch alles nicht sehr ergiebig, was der Brockhaus. Er theorisiert darum und es ist fast so ein Artikel über die Geschichte der Wissenschaft, mehr als über das, was die Wissenschaft eigentlich ist. Ja, kann man ja auch machen. Kann man auch machen, aber dann würde ich das dann gibt es nämlich noch einen Artikel, der heißt Geschichte der Wissenschaft. Also, der ist noch viel länger. Also ja, der Brockhaus hier auch mal ein bisschen Material. Verausgabt sich da wirklich sehr, aber irgendwie nicht sehr ergiebig. Also der Brockhaus fängt damit an zu schreiben, dass jeweils historisch, sozial oder sonst wie kollektiv bezogene Systeme menschlichen Wissens, also es ist ein System von Wissen, scheint es zu sein, das je nach spezifischen Kriterien erhoben, gesammelt, aufbewahrt, gelehrt und tradiert wird. Also da gehen sich alle drei im Moment Hand in Hand. Ne? Katpedia, Wikipedia und Brockhaus. Finde ich merkwürdig. Würde reden ich von nicht, aufheben, lehren, sammeln und tradieren. Ja. Eine Gesamtheit von Erkenntnissen, schreibt Brockhaus weiter, die sich auf einen Gegenstandsbereich beziehen, nach bestimmten Regeln erworben und bestimmten Mustern organisiert bzw. geordnet werden und in einem intersubjektiv nachvollziehbaren Begründungszusammenhang stehen. Dann schreibt der Brockhaus noch, dass es eine Differenzierung von Wissen und Wissenschaft gibt. Dann geht es darum, dass man innerhalb der Wissenschaft verschiedene Wissenschaften hat, zum Beispiel die Naturwissenschaft und die Geisteswissenschaften hat und ob diese Aufteilung Sinn macht. Und dann gibt es da verschiedene Philosophen und Wissenschaftler, die verschiedene Sachen vorschlagen, wie man die Wissenschaften unterteilen kann in irgendwelche verschiedenen Kategorien. Ja gut, aber das sind ja alles Details. Ja, ja, genau. Irgendwie, genau. Wir versuchen jetzt ja das Wesen der Wissenschaft zu fassen. Genau. Und darüber steht da sehr wenig in dem Brockhaus, aber es steht sehr viel über diese Unterscheidungen und so weiter. Ja, wusste die Person vielleicht mehr drüber. Und dann endet der Artikel aber mit einem ganz interessanten Ding. Die Wissenschaftspflege ist als wichtige gesellschaftliche Aufgabe anerkannt. Schreibt der Brockhaus. Das finde ich zum Beispiel schon mal cool. Die Freiheit der Wissenschaft ist in Deutschland durch Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes verfassungsrechtlich garantiert. Stichwort Wissenschaftsfreiheit. Die Gesetzgebungskompetenz für den Wissenschaftsbereich steht den Ländern zu. Für die Förderung der wissenschaftlichen Forschung hat der Bund eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz. Er macht insofern davon Gebrauch,
Mittel zu Forschungszwecken in den Bundeshaushalt eingestellt zu werden. So, was mich jetzt aber an der Wissenschaft mehr interessiert hat, ist eigentlich das Wesen der Wissenschaft, ne? Und ich finde, da kommen alle drei Artikel nicht so richtig hin, die streifen das nur. Und deswegen habe ich dann mal gesucht bei der Wikipedia nach wissenschaftlicher Methode. Diesen Stichpunkt gibt es im Brockhaus nicht. Und in der Wikipedia gibt es den nur auf Englisch, Scientific Method. Weil mich hat irgendwie interessiert, dass, also die Methode sozusagen. Also wenn man sagt, man sammelt jetzt Wissen, was halt möglichst von hoher Qualität sein soll und nachvollziehbar sein soll und irgendwie uns helfen soll, uns der Wirklichkeit anzunähern. Mit welcher Methode geht man denn dann vor? Welche Methode ist denn da geeignet? Ja, da gibt es ja viele Methoden. Da gibt es viele Methoden, aber es gibt in der englischen Wikipedia einen Artikel über die sogenannte Scientific Method. Und die Wikipedia schreibt, ich übersetze mal lose aus dem Englischen, mal gucken, ob mir das gelingt. Die wissenschaftliche Methode ist eine empirische Methode zur Erlangung von Wissen, das die Entwicklung der Wissenschaft seit ungefähr dem 17. Jahrhundert charakterisiert. Aber das ist eine, was ist das denn für eine Methode? Es enthält sorgfältige Observation, rigorosen Skeptizismus über die Beobachtungen, die man gemacht hat. Dann kommt dabei vor, dass man eine Hypothese formuliert, Induktion basierend auf den Beobachtungen und experimentelle, messungsbasierte Testen der Deduktionen, die man von den Hypothesen macht. Danach kommt eine Phase der Verbesserung der eigenen Hypothesen, basiert auf den Ergebnissen der Experimente. Und das, sagt die Wikipedia auf Englisch, seien die Prinzipien der wissenschaftlichen Methode. Ja, aber das ist irgendwie ein Eigenname. Das ist scheinbar irgendein Eigenname oder sowas. Das ist erstens ist das zu einschränkend und zweitens liegt dem das Missverständnis zugrunde, dass Science Wissenschaft hieße. Science im Deutschen ist die Naturwissenschaft. Das heißt, ja, du kannst bestimmte Bereiche der Naturwissenschaft kannst du so vorgehen, aber in vielen anderen Wissenschaftsfeldern kannst du das halt nicht. Nee, das ist nur eine. Also dieses Hypothesentesten, das machst du oft im qualitativen Bereich zum Beispiel überhaupt nicht, sondern da machst du den ganzen die ganze Forschung, um überhaupt mal zu einer Hypothese zu kommen. Genau. Also das ist nur eine Vorgehensweise, die aber, wie soll ich sagen, viel genutzt wird. So, ne? Hypothesen testen. Ja, ich finde, mich wundert das auch immer, dass von der wissenschaftlichen Methode geredet wird. Das ist ja oft so. Ich finde, Wissenschaft kann man auf zwei Sachen oder eigentlich auf drei Arten definieren. Am einfachsten, das ist ein bisschen lächerlich, weil es klingt wie ein Wortwitz. Wissenschaft ist das, was Wissenschaft. Wir rödeln da irgendwie dran rum und nachher wissen wir es. Und vorher wussten wir es nicht. Neue Erkenntnisse. Zum anderen ist es halt eine Sammlung von Methoden. Von Methoden, ja, das klingt gut. Und von denen man im Laufe der Zeit festgestellt hat, also sowohl theoretisch als auch empirisch nachgewiesen, dass die geeignet sind, um sicheres Wissen zu schaffen. Und zum Dritten ist Wissenschaft auch eine Gruppe von Leuten, eine Community. Das ist die Sammlung, die Gesamtheit der Wissenschaftler auf der Welt. Es gibt 9 Millionen Wissenschaftler auf der Welt ungefähr. Das sind gar nicht so viele. Ich kenne davon 1 Million persönlich. Und, also so groß ist sie nicht, wenn man sich überlegt, in wie viele Bereiche und unterschiedliche Herangehensweisen das Ganze sich sofort aufteilt, sobald man über irgendwas redet. Dann brauchst du auch nicht mehr über irgendwelche Fachbereiche. Ich glaube, so die Trennung zwischen Physik und Chemie oder Chemie und Biologie ist, ja, da gibt es eine Definition, aber inwiefern die Grenzen dieser Definition auch wirklich so unglaublich zielführend sind, sobald man anfängt, sich wirklich damit wirklich zu verstehen, was da in diesen Grenzregionen passiert, das ist auch ein bisschen fragwürdig. Ja, das hat man ja auch gesehen bei dem Vortrag vom Jan, oder bei dem Interview, bei dem Gespräch mit dem Jan, was wir hier im Podcast hatten, über die Entstehung des Lebens, wo er meinte, dass eine schwierige Sache ist, dass halt, um die Entstehung des Lebens auf der Erde rauszufinden, viele Disziplinen der Wissenschaft zusammenarbeiten müssten oder zusammenkommen, oder man muss viel über verschiedene Disziplinen wissen, um sich diesem Ursprung des Lebens zu nähern. Ne? Dann ist das so eine kleine Hürde, dass man halt nicht mehr die traditionellen Schubladen bedienen kann, um dieser Sache auf die Spur zu kommen. Ja, aber das ist ja auch das Schöne. Also ich finde, was vielleicht schnell assoziiert wird mit Wissenschaft, ist sowas, dieses Objektive und das ist jetzt die Wahrheit und das wissen wir jetzt und
meiner Meinung nach stimmt das aber so nicht. Das stimmt immer nur für diesen Zeitpunkt jetzt. Genau. Wir machen das so gut, wie wir es jetzt können. Und eine Gruppe von Leuten hat nach bestimmten Kriterien, die festgeschrieben, auf die sich geeinigt wurde. Nach bestem Wissen. Zum jetzigen Zeitpunkt durch diese Leute gibt es halt eine bestimmte Vorgehensweise. Es gibt eben diese Werte, die finde ich halt hier halt sehr einprägsam. Aber das ist alles schwammig. Ich meine, diese Offenheit und Redlichkeit. Ja, wie definierst du jetzt da diese Redlichkeit? Wir wissen jetzt, was gemeint ist, aber ja. Da gibt es viele graue Bereiche auch. Ne? Also das ist nicht so, dass man sagen kann, das ist hart, ein hartes Gebilde, ja. Und das ist ja immer so und traditionell haben wir das so gemacht, aber das ist ja gerade das Schöne, dass man immer wieder diesen Diskurs auch in der Wissenschaft hat und die sich im Grunde auch oft neu erfinden muss, weil dann einigt man sich plötzlich auf was anderes. Ne? Das ist ja auch die Stärke. Und ja, das ist die Stärke, genau. Ja, genau, das ist das, dass es nämlich nicht starr ist, dieses im Gegensatz jetzt zum Glauben, das ist starr seit Jahrtausenden von Jahren teilweise. Man kann daran nichts machen. Dieser Diskurs und dieser Veränderungswille ist ja da in der Wissenschaft schon drin. Was ich gestern noch geglaubt habe, ist übermorgen vielleicht, oder das heißt geglaubt, herausgefunden habe, ist vielleicht übermorgen gar nicht so. Ist dann überholt, ne? Durch das kann sein. Aber das kann sein. Das gilt für einige Felder, für andere nicht. Ne? Das ist halt, genau wie du sagst, aber auf einer anderen Ebene. Das ist nicht überall gleich. Und viele Leute finden das, die von außen da reingucken, und die kriegen das erste Mal mit, die sagen, wie? Dann taugt Wissenschaft ja gar nichts. Die sind hier von so merkwürdigen Definitionen quasi angefixt und denken, als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler würde man jetzt hier irgendwie behaupten, man verkörpere die unumstößliche Wahrheit oder sowas. Ja, dabei ist Unumstößlichkeit überhaupt kein Kriterium. Genau. Und dann sagst du, eigentlich geht es darum nicht. Und dann sagen die, ja, was? Dann stimmt Homöopathie ja doch. Das ist total kompliziert. Es ist halt echt kompliziert. Und also ein Wissenschaftler würde ja auch, also weiß ich nicht, ob du da anderer Meinung bist, aber würde zum jetzigen Zeitpunkt auch sagen, es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf, dass Homöopathie hilft. Es gibt da überhaupt keinen Hinweis drauf, dass das irgendwie hilft. Es wurde noch nie gezeigt. Man kann das überhaupt nicht nachvollziehen, dass das irgendwas helfen könnte. Daher gehen wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt mit ziemlicher Sicherheit davon aus, dass das halt Quatsch ist. Ja, genau. Ja, ich argumentiere da mittlerweile weitreichend. Ich habe mal drüber nachgedacht, also spezifisch zur Homöopathie. Und damit Homöopathie funktionieren kann, also nicht nur sie funktioniert sie, sondern kann sie funktionieren. Wir machen also einen Schritt zurück, damit sie funktionieren kann. Müsste die Physik anders sein, komplett anders sein, als wir denken. Die Biologie, die Chemie muss völlig anders sein, als wir denken. Die Medizin muss völlig anders sein, als wir denken. Und so weiter und so fort. Das hat Auswirkungen zu Botanik, Bierbrauen, Pharmakologie ist plötzlich völlig nutzlos geworden. Ganz viele Sachen. Werke. Ja, ganz viele Sachen, die wir im Alltag machen. Damit Homöopathie stimmen kann und funktioniert, muss das alles anders sein. Und wir müssen uns echt komplexe Voodoo-Theorien ausdenken, wieso der Elektroherd trotzdem funktioniert. Ja, weil alles auf einmal, ja, verstehe. Und ich meine, der Anfangswitz war ja nur ein Witz, wenn du ein Wirkmittel irgendwie in den Abfluss kippst, da ihre Globuli in Abfluss kippst. Wenn man deren Kram folgt, müsste das dazu führen, dass das ganze Abflusszeug, das ganze Wasser im Klärwerk, unfassbar starkes Medikament gegen irgendwas ist. Gegen alles, weil du alles da reinkippst. Ja, aber alles ist ja nicht handgeschüttelt und ist auch nicht dreimal auf die Leder eingeschlagene Bibel geworden. Ja, gut, das stimmt natürlich. Da kriegen sie einen Weg raus. Ein bisschen mehr ernst. Also sie finden da natürlich einen Weg raus, aber du findest immer einen Weg raus. Aber wenn du unbedingt willst und dein Einkommen davon abhängt und dein wirtschaftliches Erfolg und dein Ansehen und was in der Gesellschaft, was nicht alles. Aber damit das funktioniert, müsste alles müsste völlig anders sein, als wir denken und als wir es täglich benutzen. Mhm. Also es geht nicht nur darum, dass irgendwelche Wissenschaftler sich die Physik ausgedacht haben und wollen jetzt nicht wahrhaben, dass das alles nicht stimmt, sondern alles, was wir täglich benutzen, würde nicht funktionieren oder völlig anders, damit sowas wie Homöopathie stimmt. Und da hilft dir dann auch die eine oder andere positive Studie nichts. Nee, aber das ist ja so, wie man jetzt in der Wissenschaft argumentieren würde. Erstens, es gibt keine Belege dafür. Also es gibt noch nicht mal wissenschaftliche Studien, die das zeigen. Also die gibt's nicht. Doch. Ja, dann gibt es halt eine ganz kleine Zahl vorsichtig positiver Studien zu bestimmten Fällen. Okay, nehmen wir mal die, aber es gibt ganz viele. Zum Beispiel Journal of Homeopathy.
Ja, weil der, also ja, aber man muss einfach vorsichtig sein, weil die deshalb fahre ich dir hier so in den Partie rein. Man muss da vorsichtig sein. Das stimmt nicht mehr, dass es keine positiven Studien gibt. Okay, es gibt einzelne positive Studien, die entweder methodisch extrem fragwürdig sind, dann merken die komisch, meine Artikel nimmt nie jemand an. Da machen wir mal unser eigenes Journal auf, ziehen unseren eigenen Peer-Review-Prozess auf und dann hast es. Okay, dann konkretisiere ich. Ja, Entschuldigung. Die Studien, die es gibt, die positiv sind, entsprechen nicht diesem Wertekanon und fallen oftmals, vielleicht gibt es einzelne andere, eben aus diesem Wissenschaftssystem, auf das man sich geeinigt hat, raus. Und erstens gibt es eben dann keine validen Studien, die positive Wirkung zeigen. Das ist ja ein wichtiges Kriterium. Und das zweite ist, dass man auch schlüssig begründen kann, sodass viele Leute das dann auch nachvollziehen können und bejahen würden, dass es höchstwahrscheinlich Quatsch ist. Das ist ja auch ein wichtiges Kriterium in der Wissenschaft, dass man halt begründen kann, ja, also um das, wie du es eben gemacht hast, damit das funktioniert, müssten so viele Dinge anders sein, das ist einfach nicht sehr wahrscheinlich und das würden viele Leute nachvollziehen und das ist halt eine logische, nachvollziehbare Argumentation. Während da oben sitzt ein Gott, der ist unser Papi und der hat den Missbrauchsskandal geschickt, damit wir nicht mehr so scheinheilig sind in der Kirche. Das ist keine tolle Argumentation, keine logische Argumentation, der viele folgen können, wenn sie mal sich hinsetzen und richtig drüber nachdenken. Ja, Amen. Na? Und jetzt guck mal, wie vorsichtig wir jetzt argumentiert haben. Das ist wissenschaftlich. Ja. Ne? Ja. Ja, so, aber so macht man, das ist für mich, es ist auch eine bestimmte Einstellung, sich Themen zu nähern. Und es ist genau, wie du das schön formuliert hast, es ist eben nicht so dieses, wir wissen, was wahr ist, sondern es ist eine andere Einstellung und es ist halt eine Anwendung von Methoden und Werten, auf die man sich geeinigt hat. Ja, es ist nicht so sehr, wir wissen, was wahr ist, sondern wir versuchen uns so gut wir können, uns dem zu nähern, ne? Ja. Oder? Klar. Ja, das klar. Auf jeden Fall. Während das andere nicht so versuchen. Deshalb verlieren Wissenschaftler jede öffentliche Diskussion. Ja, doch. Ja, schade. Aber das ist ja auch die Stärke. Aber da muss man durch. Ja, da muss man durch. Das ist auch echt. Da, deswegen kann man nicht. Also man kann es nicht, genauso wie dieses, man kann halt nicht immer einfach. Es geht halt nicht immer einfach. Also das kommt natürlich besser an, aber es ist halt nicht einfach und es geht auch nicht einfach. Ja. Und man kann auch die anderen nicht niederbrüllen. So. Ja. Geht halt nicht. Die Welt ist halt scheiße komplex, ne? Da kann man mit einfachen Antworten nur so und so weit kommen. Also ein Handy hätte man damit nicht erfinden können. Nee, und eine Demokratie auch nicht. Ja, richtig, genau. Mit dem du jetzt deine flache Erde-Verschwörungstheorien tweetest. Richtig. Überhaupt liest. Und die Bargeldtheorie. Und mit der du jetzt deine Nazi-Partei in Ämter wählst. Ne? Ja, super. Das kriegen wir auch schon noch in den Griff wieder. Guck dir Jens Spahn an. Kein Nazi, aber offensichtlich. Ja, Jens ist auf dem falschen Dampfer. Hörer beschimpfen Podcaster. Sollen wir vielleicht mal was singen? Wir haben noch nie was gesungen. Kommentare, da musst du Kommentare vorkommen. Kommentare. Wir haben Post vom Binismus-Mann bekommen. Hans-Dieter Vergin, Autor und Spiritus Rektor des Binismus auf www.de. Das ist eine selbst erfundene Religion, ne? Ja, also, das sagst du. Nee, ich sag das nicht, ich versuche das unseren Hörern verständlich zu machen. Ja, das können die ja mal googeln, Binismus. Ja. Oder einfach zuhören, was meinetwegen. Spiritus Rector uns zu sagen hat. Per E-Mail erreicht uns nämlich folgendes Statement. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. So ist das halt, wenn man doof ist. Armut und Glauben fängt halt im Gehirn an. Armut fängt im Kopf an. Durch einen Mangel an verifiziertem, brauchbarem Wissen, Hans-Dieter Vergin, Autor und Spiritus Rektor des Binismus, unten klicken, zum Lesen. Okay. Was ist mit dem? Ja, das ist der Spiritus Rektor des Binismus. Ein ganz toller Mann, der zitiert sich immer selber. Der schreibt dann sowas in Anführungsstriche und darunter, wer das gesagt hat, nämlich er selber. Ja, Bettina, du warst aber beim letzten Mal nicht da. Der Binismus-Mann hat den Binismus erfunden. Das ist die Philosophie der Ausgeglichenheit. Mm. Die beweist, dass alles göttlich ist im Universum wegen der Ausgeglichenheit. Ja, und wenn ein Hörer zum Beispiel einen netten Kommentar schreibt, muss der darunter, stellt. Dann muss der darunter einen ganz bösartigen, garstigen Kommentar schreiben. Und fast ausfallen und unverschämt werden, damit das Universum im Gleichgewicht bleibt. Ne? Vermuten wir. Verstehe. Er entwickelt sich zu so einer Art Maskottchen. Der Binismus-Mann.
Und war das eigentlich zu was Bestimmtem? War das, das haben wir per E-Mail bekommen, ne? Also nicht so. Ja, ich habe da eine E-Mail bekommen und da hat er eine E-Mail in Word dran gehängt und ohne Kommentar geschrieben. Und ich bin ja nun nicht bescheuert und mache Word-Dokumente auf, die jemand mir per E-Mail schickt. Und dann hatte er offensichtlich, als die Antwort nicht ausfiel, nicht ausblieb oder nicht ausfiel, wie er sie haben wollte, angefangen zu schimpfen. Ach, so war das. Wo die, ja, er hat auch eine eigene Webseite über uns angelegt. Ne? Echt? Ja. Über uns? Ja, da musst du mal drauf drücken. Du hast den Link doch reinkopiert. Jetzt verstehe ich das erst. Oh, Praxis. Man glaubt es nicht. Und dann der Link zu uns. Dies ist eine geisteskranke Internetseite. Aber man glaubt es nicht. Denn wenn man das erste Mal auf diese Seite stößt, denkt man, es handelte sich um eine Seite, welche sich kritisch mit Religionen befasst. Aber weit gefehlt. Es ist eine Seite, auf der sich Affen selber feiern. Hier kann man wirklich sagen, egal wie tief man die Messlatte des geistigen Verstandes eines Menschen legt, es gibt jeden Tag jemanden, der bequem darunter durchlaufen kann. Und das ist ein Zitat von Hans-Dieter Vergin, Autor und Spiritus Rector des Binismus. Affen, weil sie nicht lesen. Und was sie lesen, auf ihre ureigenste, seltsame Art interpretieren, frei nach dem Motto, ein Buch ist wie ein Spiegel, wenn ein Affe hineinsieht, so kann kein Apostel herausgucken. Das ist auch ein Zitat von Georg Christoph Lichtenberg. Also gut, das ist ganz lustig. Wir haben uns eine Beschimpfung im Internet verdient. Ich möchte nie wieder was von dem hören. Ich finde das toll. Das ist ja wie ein Orden. Ja, man muss den ja nicht feiern dafür. Na gut, dann feiern wir ihn dafür. Hey, Hans-Dieter! Noch ein Zitat sei mir gegönnt. Oh. Ich will nicht glauben, ich will wissen. Zitat Hans-Dieter Vergin, Autor und Spiritus Rektor des Binismus. Oha. HFG 2018 hat uns unter dem letzten Podcast folgenden Kommentar hinterlassen. Hallo MGEN-Team, auch zur jüngsten Ausgabe, mein Kompliment. Zum traurigen Missbrauchsthema und auf die Detailfrage hin, wie es bei den Protestanten aussieht. Ja, auch evangelische Einrichtungen sind betroffen. Und er postet dann einen Link zu der Homepage von einem betroffenen Verein, einem Verein von Opfern von sexuellem Missbrauch in der evangelischen Kirche. Und den verlinken wir, ne? Den verlinken wir. Das ist ein Interview. Und dann hat er noch einen Link geschickt, der ganz interessant ist oder eher lustig. Und zwar geht der Link auf das Ethikblog des Wilhelm Löhe Ethikinstituts und ich weiß nicht, was das ist, aber da schreibt Dr. Beatrice von Weizsäcker, Juristin, Publizistin, Mitglied im Präsidium des Evangelischen Kirchentags und des Ökumenischen Kirchentags. Und diese Dr. Beatrice von Weizsäcker regt sich darüber auf, dass Leute jetzt die katholische Kirche wegen der ganzen Missbrauchsfälle kritisieren. Und zwar schreibt die: Das wird jetzt mega unbeliebt sein, aber das ist mir Schnurz. Gestern begann in Rom das Treffen zum sexuellen Missbrauch und es rauscht im Blätterwald. Es rauscht, es brennt nur so. Die Leidenschaft gegen die Kirche. Wo bleibt die Reue? Bla bla bla. Und der Dreckhaufen, der mit den Verbrechen an den Kindern und Jugendlichen angehäuft wurde, ist so groß, dass er auch vor der Tür anderer Konfessionen liegt. Wem, wem, wem. Also die Frau schreibt da W-E-M-M, Ausrufezeichen. Das dreimal hintereinander. Und dann geht's in, die schreibt so ein bisschen wie der, wie unser Verrückter. Da haben wir uns ja ganz schön echauffiert, was? Ja, immer Groß- und Kleinschreibung und. Ja, echauffiert sie sich denn jetzt über den Missbrauch? Genau, nein, sie echauffiert sich darüber, dass sich Leute echauffieren. Sie schreibt, die Art, wie Nicht-Betroffene und Nicht-Kirchenleute über die katholische Kirche herziehen, ist so einfach, so selbstgerecht, so selbstgefällig. Ja, Tone-Trolling. Was bleibt ihnen denn sonst anders übrig? Wie kann man denn jetzt ernsthaft kritisieren, dass Leute die katholische Kirche kritisieren, nach dem, was jetzt alles bekannt geworden ist? Also hat die Frau den Schuss nicht gehört? Was bleibt ihnen denn anders übrig? Das ist das einzige Argument, was noch übrig ist. Ihr seid aber unhöflich. Ja, die Leute sind zynisch. Das ist total zynisch. Du darfst dann also du darfst natürlich denken, was du willst, aber du musst nicht denken, dass sie das in irgendeiner Form inhaltlich interessiert. Das hat den Papst ja auch nicht interessiert. Das haben die ganzen Typen, die da eben was gesagt haben, von denen wir was erzählt haben, ja, das interessiert die inhaltlich doch gar nicht. Das ist inconvenient, das ist denen lästig. Mhm. Und der Hörer, der uns. Und Leute wie uns können die eh nicht leiden. Also wenn wir jetzt da irgendwie, wenn sie die sehen, dass wir da Aufwind haben in irgendeiner Form, auf den ich persönlich gut verzichten könnte, aber gut, dann sind die werden nicht sauer.
Genau, der Hörer, der uns den Link geschickt hat zu diesem Text, der hat auch darunter kommentiert. Auf diesem Blog gibt es auch die Funktion, Kommentare zu hinterlassen. Und der hat sich genau wie wir jetzt, hat er geschrieben, also wie kann man denn jetzt ernsthaft kritisieren, dass jemand die katholische Kirche kritisiert? Und da hat die tatsächlich nochmal drauf geantwortet, diese Frau Weizsäcker. Und sie schreibt dann: Haben Sie vielen Dank für Ihren Kommentar. Ich verstehe Ihre Haltung, ja, Ihre Wut. Besser, als Sie vielleicht denken. Das ist wahrscheinlich richtig. Schlechter können Sie kommen. Mein Anliegen ist ein ganz anderes. Mir geht es um den Ton, um die Gnadenlosigkeit, die damit verbunden ist. Eine Gnadenlosigkeit, die von der Kirche nicht, aber auch gar nichts mehr übrig lässt. Das hat die Kirche nicht verdient. Also, Entschuldigung, das ist einfach nur Unverschämtheit, diese Frau. Ja, brauchst du dich nicht für entschuldigen. Ja. Ja, weiß sie da mehr als wir, dass das von der Kirche nichts mehr übrig lässt? Tja. Ja, ne? Ja, also vielen Dank, lieber Hörer, für diese Links. Das ist ja wirklich, dass da eine evangelische Frau dann einspringt für die katholische Kirche. Sie hat wahrscheinlich echt tierisch Angst, dass das bei ihr in der Institution genauso losgeht, ne? Also. Ja, die Anzeichen mehren sich. Ja. War hier ganz lustig. Einer der Kommentatoren schreibt hier am Schluss von seiner wiederum Entgegnung: Sie wenden sich gegen leichtfertige Beschädigungen der Kirche, das ist mir ziemlich Schnurz. Auch wenn ich mich damit bei Ihnen mega unbeliebt mache. Ja, genau. Das ist der Hörer, der uns auch genau. Ja, genau. Also der diskutiert nicht schön formuliert bei uns auf dem Blog, sondern wirft sich da auch in die Bresche. Sehr gut. Tja, und damit kommen wir schon wieder, bereits zum Ende dieser wunderbaren Sendung. Wir danken euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Und wir danken euch auch, falls ihr uns weiterempfehlt an andere interessierte Hörerinnen und Hörer. Und wenn ihr uns bewertet auf iTunes, Soundcloud oder Spotify. Und wir danken euch natürlich, wenn ihr weiterhin interessante, tolle, lustige, dumme und schlaue Kommentare hinterlasst auf manglaubtesnicht.wordpress.com. Bombinismus möchte ich nichts mehr hören. Bombinismus möchten wir jetzt nichts mehr hören. Haben wir jetzt erschöpfend bearbeitet. Tschüss, Binismus. Kommentare also in die Unterdingsterbums da Bar. Wir freuen euch, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und sagen bis dahin tschüss. Tschüss. Tschüss.